Ampelkoalition, Bürgergeld statt Hartz IV. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Statt des Hartz IVs und der Grundsicherung soll es nach dem Willen der Ampelkoalitionäre oder der möglichen Koalitionäre einer neuen Bundesregierung, geführt von der SPD in Zusammenarbeit mit FDP und Grünen, ein sogenanntes Bürgergeld geben. Wörtlich heißt es im Sondierungspapier vom 15.10.2021, anstelle der bisherigen Grundsicherung, Klammer auf Hartz IV, Klammer zu, werden wir ein Bürgergeld einführen. Das Bürgergeld soll die Würde des oder der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein. Es soll Hilfen zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen. Während der Corona-Krise galten großzügige Regelungen zum Schonvermögen und zur Überprüfung der Wohnungsgröße. Wir prüfen, welche dieser Regelungen wir fortsetzen wollen. An Mitwirkungspflichten, aufgepasst, halten wir fest und prüfen, wie wir hier entbürokratisieren können. Die Zuverdienstmöglichkeiten wollen wir verbessern, mit dem Ziel, Anreize für Erwerbstätigkeit zu erhöhen. So der Satz oder die Sätze, die in dem Sondierungspapier vom 15.10.2021 drinstehen. Ob mit dem neuen Bürgergeld Hartz IV und die Grundsicherung abgeschafft wird, ist offen. Aber der Wortlaut der politischen Erklärung der drei Parteien deutet darauf hin, denn sie sagen, anstelle der bisherigen Grundsicherung, Klammer auf, Hartz IV, Klammer zu und dann Pünktchen, Pünktchen. Das heißt also, vielleicht wird das SGB II und das SGB XII zusammengelegt und daraus wird dann de facto ein komplettes neues Sozialgesetzbuch mit dem Bürgergeld. Eines ist klar, das neue Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Auch beim neuen Bürgergeld gibt es Mitwirkungspflichten des Anspruchstellers oder der Anspruchstellerin. Das Bürgergeld soll eine Hilfe zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt sein. Hinzuverdienstgrenzen sollen erhöht werden. Ob die bisherigen Sanktionen, Strafvorschriften im Hartz IV und in der Grundsicherung geändert werden, aufgegeben werden oder sogar fortgeführt werden in der gleichen Art und Weise, wenn das neue Bürgergeld kommen soll, ist aus meiner Sicht völlig offen. Dazu steht in dem Sondierungspapier nichts. Ob im Ergebnis das Bürgergeld höher ist als das Hartz IV, was wir derzeit haben, also mit Stand 19.10.2021, kann ich auch noch nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob das Bürgergeld generell höher ausfällt. Näheres zum Thema Bürgergeld finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.